Das Reparieren von Kleidungsstücken ist so etwas wie ein ausgestorbenes Handwerk. Aber in Wirklichkeit ist es recht einfach. Da wir es in unserer Kindheit nicht mehr lernen, hoffen wir, dass diese kleine Auffrischung für dich nützlich sein wird. Schneide ein kleines Stück Verstärkung aus. Die Farbe sollte zum Kleidungsstück passen. Wir verwenden hier jedoch weiße Verstärkung, damit du den Vorgang besser nachvollziehen kannst. Bügle die Verstärkung auf die Rückseite. Die Verstärkung sorgt dafür, dass der Stoff beim Stopfen nicht ausfranst. Verwende entweder den Freihand oder den Stopffuß deiner Maschine. Du siehst, dass er die Form des Buchstabens C hat. Dann versenkst du den Transporteur. Beginne zu nähen und bewege dabei den Stoff behutsam vor und zurück. Du kannst einen Stopfrahmen verwenden, um den Stoff in dem zu stopfenden Bereich stabil zu halten, aber du kannst den Stoff auch, wie gezeigt, freihändig führen. Weil wir hier kontrastierendes Garn verwenden, kannst du den Faden sehen. Wähle beim Stopfen immer ein farblich passendes Garn. Verwende ein dickes Garn, wie zum Annähen eines Knopfes. Und nun ist dein Loch perfekt gestopft.